Herr Appen, Sie sind Director Sans Institute EMEA, also das heißt, Sie sind verantwortlich für die Dachregion von Sans Institute. Sie beobachten die schnelllebige digitale Welt. Sie bieten wiederum Zertifizierung an. Welchen Wert hat eigentlich eine Zertifizierung in einer digitalen Umgebung, die sich so dramatisch und dynamisch ändert? Ja, also zunächst muss man natürlich sagen, Zertifizierungen sind auch dafür da, immer aktuell zu zeigen, dass ich auf dem Stand der Dinge bin. Ja, also auch Zertifizierungen laufen ja aus und müssen permanent erneuert werden. Also dahinter steht schon ein gewisser Druck. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ich gerade bei uns im Sans-Institut sehe, ist, dass unsere Trainer permanent am Curriculum arbeiten. Ja, und dieses Curriculum wird ständig erneuert. Und da unsere Trainer auch als Practitioner quasi im täglichen Leben mit immer neuen Angriffsvektoren zu tun haben, liefern wir sehr, sehr viel Input, das immer den Kurs auch aktualisiert und damit auch die Zertifizierung aktuell hält. Es wird viel von dem richtigen Verhalten zum Thema IT-Sicherheit gesprochen, Herr Appen. Da bedarf es natürlich auch, das richtige Bewusstsein zu haben. Kann man eigentlich Bewusstsein für Sicherheit in einem Kurs lernen? Also ich sag mal so, der Kurs alleine, also eine Schulung über mehrere Tage, macht da aus unserer Sicht wenig Sinn. Das bieten wir in dem Sinne auch nicht an, sondern wir sehen das Thema Security Awareness immer als einen kompletten Prozess an. Ja? Und dieser Prozess hat mehrere Bestandteile. Ein erster Baustein zum Beispiel ist das Management sozusagen zu schulen, wirklich wie setze ich so eine Security-Maßnahme auf. Und dann bezogen auf die einzelnen Zielgruppen, also End-User oder Ingenieure oder Systemadministratoren, gibt es dann die Möglichkeit, mit zusätzlichen Medien zu arbeiten. Das heißt, ich habe eine bestimmte Kampagne zu Phishing-E-Mails oder zu Social Engineering und das wird dann über mehrere verschiedene Medien, also sprich über Videotraining, mit Lernzielkontrollen wird das zum Beispiel erarbeitet. Also im klassischen Sinne Schulung, da gebe ich Ihnen recht, macht da nicht unbedingt Sinn, sondern man braucht da einen längerfristigen Prozess für. Kann man denn eigentlich auch den erweiterten, erhöhten Bewusstseinsstand dann tatsächlich durch eine Kontrolle, durch Controlling erfassen? Also ich halte es für sinnvoll, dass die Mitarbeiter sensibel dafür werden, indem sie kurz auch nicht nur sich den Stoff angucken, sondern kurz auch mal 2, 3 Kontrollfragen dazu lösen. Ob man das in Zukunft vielleicht ein bisschen auch mit Gamification-Modellen mischt, also denen so ein bisschen szenarienbasierte Dinge noch näher führt, um daraus auch, ich will jetzt nicht sagen Spaßfaktor zu bringen, aber durchaus so ein bisschen Anreiz auch zu schaffen, dass es attraktiv wird, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, könnte ein weiterer Trend sein. Ja, lernen muss ja auch Spaß machen, Herr Appen. Dankeschön. Okay, danke. Danke Ihnen.